Lass mich doch mal in Ruhe. Wobei, den Quest soll ich vielleicht mal machen. Der Simmons, ja, da kriegst du einen Auftrag, gewisse Autos zu suchen. Und kannst die dann abliefern. Da kriegst du richtig Kohle für. I have not many cars won. Oh Gott, mein Englisch ist echt extrem eingerostet. The only car that his own is a Trabant 600. Die sind geil. 601 bitte, 601. Weißt du, was ich an... wie lange ich heute mache, Cardi, Open End, bis ich auf dem Stuhl fall? Weißt du, was ich am Trabi geliebt habe? Was? Im Sommer, nein, im Sommer konntest du es da abschneiden, ne? Wenn es dir im Winter kalt war, konntest du eine Briefmarke wieder drüber kleben. Ich bin Assi, ich weiß. Wir haben Dächer abgeschnitten von Trabants und sind damit im Winter in Hänge runtergefahren, also so, weißt du? Also wir haben das als Dings benutzt, als... ja, ich weiß, was du meinst, als Schlitten. Ja, Kevispanner, da hast du schon recht, da gebe ich dir vollkommen recht. Weißt du, was sich jetzt bloß rausgestellt hat? Rockstar hatte die PC-Version von Anfang an geplant. Warum, weshalb sie allerdings jetzt so lange gewartet haben, es umzusetzen, ist eine andere Sache. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß, dass sie auch GTA 6 entwickeln und es wird auch Ewigkeiten dauern wieder. Scheiß drauf, jetzt GTA 5 draußen und wir vertreiben uns hier unsere Zeit. Wir haben gestern so rumgealbert. Vor allem Loro kam auf die glorreiche Idee, wir rauben jetzt diese scheiß Tankstelle da aus, weißt du? Und ich hab irgendwann, sollte ich dasselbe machen, ich hab die Kohle in der Tasche und was fällt mir hier ein? Ja, wir müssen das Auto wechseln. Polizei direkt am Arsch. Ja, wir müssen jetzt das Auto wechseln. Weißt du, total geil. Na? Reichen 100. Stell dich doch mal nicht in Passiv, ist doch voll langweilig. Was? Ja, dann macht ihr es morgen wieder genauso wie mit den scheiß Straßenmusikanten. Weißt du, ich freue mich, dass ich mit denen zusammen singen kann, dann kommen sie angerast und fahren den scheiß Typen da platt. Da war die Gitarre weg, es war voll Action am Pier und mein Gitarrist war weg. Was machen wir jetzt hier? Ich glaube, ich fahre jetzt zum Pier. Ich guck mal, ob der Gitarrist wieder da ist. Den Rausch gleich wieder weg. Nein, bitte, bitte warte da mal. Das ist total lustig. Das spielt voll die lustige Musik. Komm, ich geh jetzt also, mal zum Pier. Wenn der Simon jetzt mal anruft, dann geh ich da halt mal ran. Okay. Es gibt mir dein Auto. Okay. Okay, jetzt geh ich halt mal ran, Simon. Simmons. Der Ding ist weg hier, der Nisser. Ich komme in 5 Minuten wieder, ja, der Kev Spanner. Nee, da rüber. Ah, ach so, hab ich gleich gesehen. Jo, er, dann mach's gut. Mach's gut und danke fürs Zuschauen. Danke, danke, danke. Hui. Hallo. 1, 2, hol ich sein. Jetzt bin ich am Strandhaus und fahr gleich hier runter. I downstreaming. I must. Gott. Was hast du jetzt gemacht? Hallo, Loro? Ja? In deinem... in meinem was? Wer fährt hier? Das bin ich! Genau, das wollte ich dir sagen. Loro. Hast was? Du die Polizei rausgeholt? Mit dem Eisbeibrung. Genau. War schön. Achso, okay. Willst du mir sagen, ich fahre schlecht oder was? Nein, na. Würde ich mir nie wagen. Was soll ich denn jetzt machen hier? Ich hab das total verpasst, was davon ihr will. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Schlaf gut, viel Spaß noch, bei auch was immer du noch machst. Und wie gesagt, öffentliche Games kannst du immer beitreten, wie du willst halt in Minecraft. Wenn du Englisch sprechen musst, dann muss ich mich immer konzentrieren. Wenn ich immer zock nebenbei, dann geht das nicht. Dann fallen mir die Vokabeln nicht ein. Das ist voll asozial. Der Albert hat eben Kölsch getrunken. Albert trinkt, ich habe keinen Alkohol mehr hier. Ich habe es echt angewöhnt, weil ich scheiß Stream immer Alkohol zu saugen. Das ist echt schlimm. Das ist gar nicht gut. What the fuck? Stop your car, Pisswasser. Der Dirk. Hallo Dirk. Loro, ich glaube, du hast es geschafft. Du redest ab sofort nicht mehr mit uns, oder?
Was nochmal? Ich komme ja gerade gar nicht mehr mit. Ich bin gerade wieder mal kurz weich. Ich glaube, du hast deine 200 voll. Echt? Sagt mir Teddy zumindest. Dip di 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 dip di 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 dip di 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 dip di 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 999. Okay. Sorry, bei mir werden 200 angezeigt. Bei mir 199, keine Ahnung, was jetzt davon passt. Mit 199, da bist du nicht mehr jung. Wird mir angezeigt. Ja. Mit 199, da hast du einfach Spaß. Erst Moment, I add you. Das Geile ist, gestern in der Mission, ne, Andi und ich, wir haben uns kaputt gelacht. Der Typ hat es echt geschafft, der Polizei zu entkommen. Der hat sich einfach um die Ecke gestellt und gewartet. Ach Gott, ich hab keinen Bock, Englisch zu reden. Egal, jetzt. Albert TV ist online. Oh, ich bin entkommen. Ich bin entkommen, entkommen, entkommen. Bin entkommen, bin entkommen. Yeah, Spyro, add me, my name is Loro Fu. My name is Loro Fu, my name is Loro Fu. Oh, was macht man jetzt hier als statt blöd rumfahren? Nein, ich geh jetzt zum Strand, ich geh jetzt an die Promenade und werd mal gucken, wo ist denn der Vergnügungspark hier? Scheiße, wo ist denn der? Ich glaub, erstmal Spaß mit deinen Knarren und deinen Munition und so. Ich hab keine Panzerfaust mehr. Was ist. Hier ist die Promenade. Strandpromenade. Nein, nicht dahin. Hier sollst du den Weg gut hin machen. Mit wie vielen Leuten streamt Albert? Hat er von meinem Auto ab, kriegt mein Auto nicht. Oh, WB Kev-Spanner. WB. Wo mir hat, hier sind zwei, die können manchmal voll wegblenden. Ich schleiche nur im Auto rum mit Pumpguns und so. Ich bin der Romiat, ich fahr sie alle platt. Kennt und ich habe Spaß dabei. Es wird nicht einer, das wäre nicht zwei. Nein, das wäre dann zugleich drei. Könnt ihr mein Auto klauen, wenn ich auf passiv geschalten bin? Nur wenn du aussteigst. Dann stehen die ja daneben und warten drauf. Okay, ich werde die jetzt mal ganz höflich befragen, was die jetzt vorhaben hier, ne? Boah, der Server leckt voll. Brauchst du eins auf die Fresse oder was? Oh! Hab ich mich jetzt erschrocken hier. Verdier über Gerde. Die reden nicht mit mir. Ihr seid alles meine Borg. Komm aus dem Passivmodus raus, hat er gesagt. Hat er gesagt, ja. Warum? Damit solche Freaks wie ihr uns wieder wegbomben könnt und nichts anderes machen als Leute abzufacken? Geh nur aus dem Passiv raus, wenn ich deine alte fick. Boah. Hallo, wir müssen das Niveau hochhalten, ne? Ja. Okay, wenn mein Niveau einmal oben ist, dann bleibst du auch oben. Ja. Dirk, der Stream ist eigentlich voll für den Arsch, geht besser zu Romy. Kev, ja, pass auf der PlayStation 3 ist richtig geruckelt. Da ist das hier ein Witz gegen gerade. Mit den Lags. Also. Da konnte ich keine 2 Meter fahren, es ruckelte nur noch. Ich habe hier gerade eben Rubberbandings gehabt, wie sonst was. Die Fahrzeuge wurden alle zurückgesetzt und. Ja, so. Döckilein. Jetzt komm zum Romy rein. Das ist eigentlich gar nicht meine Art so. Lass uns Tennis spielen, Romy. Das wäre geil. Können wir machen, aber erstmal will ich zur Strandpromenade. Ich will nochmal mit dem Typen zusammen singen. Mal sehen, ob ich eher dort bin, knall ich den weg jetzt. Nein! Nein, lass meinen Gitarrenspieler in Ruhe. Dann gehst du zum Flughafen. Dirk, du warst mein 200er Follow. Jetzt könnte ich mich eigentlich richtig zusaufen, so, aber leider. Das weiß ich gar nicht, weil ich mach bei 200. Ich hab gar nichts vorbereitet. Mach doch mal so eine Special. Ja, keine Stick öffnen. Geht euch. Loro, geh doch einfach hin, machst du mal ein Wochenende, wenn du wirklich nichts zu tun hast, wirklich so ein 2-Stunden-Stream oder sowas. Den hat's bei mir schon ewig angezeigt, Loro. Echt? Okay. Ja. Okay, jetzt war ich flüssig.
Auf der Play Select ist jetzt nicht mehr, okay. Nee, aber Glückwunsch, hey, cool. Stolk, ne? Mama, Mama, ich bin Fame! Mama! Komm, schreib eine SMS an deine Frau, Doro. 100 fehlen noch! 100! Genau. Hör mal, 100 fehlen noch, dann kannst du den Spartianern kannst du Konkurrenz machen. Ja, stimmt, jetzt sind wir 300 dann. Dann treffen wir uns in Chemnitz, Nazis klatschen. Ich ruf jetzt meine Frau hin, weckt die uns auf 200! Was willst du? Jetzt hast du dich echt erlebt, oder? Oh, ich muss Switch Gear noch ändern. Stimmt, fuck! Ja, Dirk, du bist der 200. Da sagst du was, mein Freund. Danke für die Info, danke für die Info. Du musst das Switch-Game noch ändern, habe ich total vergessen. Hast du Minecraft drinstehen? Jo. Das sieht doch ähnlich aus. Wir machen in Minecraft genau das gleiche wie hier. Das stimmt allerdings. Dumm rumfahren und Leute abfacken. Ruf nicht so laut Mama. Als ich das tat, kommen sie gleich rein. Traurig an der Sache ist, meine Mutter könnte ja auch nicht reinkommen. Hat nämlich einen Schlüssel. Also ich drehe hier Kreise vor dem Tennisplatz, ne? Ja, ja, ich komm gleich. Scheine gleich. Ich mach schon mal wenig Platz hier, dass du gut einpeugen kannst. Ach, ich bin ja jetzt Fame, ich kann ja mit den Frauen flirten. Hey, Babe. Babe. Ich hab 200 Follower auf Twitch. Bleib doch mal stehen, ich will mit dir reden. Hallo. Du musst das... Ist Minecraft mit Texture Pack und Mod. Ja, ich hab schon gesehen, es gibt auch von Minecraft jetzt GTA-Mode. Also wirklich so Texture Pack und keine Ahnung was. Oh, hier ist ein Bentley, das war eigentlich auch was für mich. Das Auto brauche ich. Geh mal raus hier, Mädel. Ist das jetzt die Promenade oder ist das einfach nur so ein... Das ist doch gar nicht... Wo ist denn der Rummel? Verdammte Axt. Eiskalter Junge, lass dir schmecken. So, jetzt fahr ich erstmal nach Hause und du, wie machst du das denn mit dem Auto so? Ich muss das in meine Garage bringen, ne? Und... Da ist das Riesenrad! Oder? Das muss das sein. Ach ja, genau, wenn ihr irgendwelche schnellen Autos sehen wollt, wie, keine Ahnung, irgendwelche, ne? Sportwagen oder sowas gibt's bei mir nicht. Ich hab nämlich Stil. Ne? Sieht man ja in meinem Stream, ich sitze hier mit Jogginghose und oh, ist noch ein Porsche! Ist das ein Porsche? Beste Spruch war gestern immer noch: Warum ziehst du jetzt die Mütze wieder an? Wirst du eitel oder was? Fand ich so geil, ich hab das so gefeiert. Raus aus der Kiste. Hallo, ich hab vor. Ein Porsche, oder? Soll ich ein Porsche darstellen, ja, ne? Ja. Also das sind echt nur noch Leute da, die Stress machen wollen, ne? Ich sag vor 2 Minuten, bei mir gibt's keine Sportwagen, jetzt sitze ich in einem Porsche. Ach so, ich muss ja erstmal. Meine Freundin hat geredet, genau, die Junali hat geredet. Ja, das Bayern-Lied ja reingeklickt. Das ist mir schon. Dora, was tut das mit dem Bayern-Lied? Welches Bayernlied? Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Achso. Bayern, ja, Dingsbums, ja. Keine Ahnung. Kann nur Sarah sein. Stimmt. Ruf beigefahren. So. Geil, wir haben einen Porsche, oder zumindest was ein Porsche sein soll. Ich möchte nochmal drauf. Nein, nicht runterfallen. Das Fahrzeug ist zu heiß zum Tunen. Kaufe was erstklassige Fahrzeuge online. Was ist denn der Scheiß? Jo, das Problem habe ich letztens auch gehabt. Total das geile Auto gefunden und was steht da? Du kannst das Auto nicht tunen, das Auto ist zu heiß. Wo ich gedacht habe, ist jetzt ein Scherz, oder? Ja, ich kratze das Zeichen vorne ab und mache ein anderes Nummernschild dran. Jetzt habt ihr euch nicht zu affisch. Und ich habe mein Bentley stehen gelassen, ich Idiot. Ich will jetzt nur zum Gitarrenmann. Ich will zum Gitarrenmann. Gitarrenmann, Gitarrenmann. Jetzt ist die Frage, fahrst du dem zum Flughafen? Oder fahrst du dem am Pier? An deiner Stelle würde ich nicht zu laut sagen, wo du hinfährst, weil dann
fährt Loro eher hin und knallt. Ja, der fährst du Flughafen. Fährst du Flughafen. Da haben wir doch gleich einen neuen. Nehmen wir den. Guten Tag. Steigen Sie bitte mal aus. Vielen Dank. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ja. Muss ich den scheiß Porsche stehen lassen, also. Mach das mal bei einem Truck oder sowas. Der Typ kommt dir hinterher und haut dir erstmal tierisch auf die Fresse. Mir letztes passiert. Bin ich direkt eingestiegen, hab den Typen mal rausgezogen da, weißt du? Bin ich direkt eingestiegen, auf einmal rennt er mir hinterher und gibt mir voll eine. Und ich war am Desktop, weißt du, kriegt das nicht richtig mit. Verdient, ne? Boah, aua, meine Ohren. Wie, aua, aua? Nein, nicht bei euch. Ich hab grad eben bei jemand Always Love You mitgesungen. Das ist so schräg. Oh. Oh, falsch wieder abgebogen. Was? Habt ihr ein scheiß Problem, Jungs, hier, oder was? Habt ihr ein fucking Problem? Hallo, ich rede mit euch. Ja, jetzt seid ihr still auf einmal, ne? Ja, ja, immer eine große Fresse, wo ich den Rückwärtsgang drin hatte, und jetzt? Ja, ja, ja. Ja, ja. Weißt du, hier steht der Hotdog-Verkäufer, und wo ist der Typ mit der Gitarre? Der ist tot vom letzten Mal noch. Der kleine Junge mit der Gitarre, er ist heute nicht da. Ciao, Dirk. Dabei war seine Haare so wunderbar. Der Gitarrenmann, ist er da? Ist er nicht da? Nein. Der Mann mit der Gitarre. Der Bentley ist ein scheiß erstklassiges Auto. Der hatte so schöne Haare. Und heute ist er nicht da. Schade, oh tralala. Ja, ich werde so eine rauchen, dann werde ich mich auch. Ich muss. Wo ist denn der Mann hin mit seiner Gitarre? Ich wuschel ihn kräftig durch seine Haare. Wenn ich ihn dann finde. Ich lasse ihn dann schon sofort in den Schnabel. Wo ist jetzt der Porsche wieder hin? Oh. Ja, ich will auch nicht, ich will nicht. Wie lange macht ihr? 3, 4? Weiß ich schon nicht. Wie schaffst du nächste Woche, Loro? Oder wie arbeitest du? Ich hab nächste Woche Nachtschicht. Das heißt, ich wäre, wann wäre ich ein Stream? Okay. Gute Frage, wann wäre ich Stream? Ich weiß es nicht. Also bis um 9 länger auf jeden Fall nicht. Also okay, vielleicht so von 6 bis 9 oder so. Kommt drauf an, wann ich aufstehe. Nee, nicht schon wieder Achterbahn. Ich will den mal mit der Gitarre finden. So, ich brauche jetzt erstmal Munition, falls irgendwas so schief geht. Romy hat es da immer so leicht, ne? Ist so leicht reizbar immer. Du Sack, weißt du? Ich habe gestern die Sterne weg, was macht der? Guck mal, ich hol den Helikopter runter, ist das okay? Weißt du? Genau, das mache ich nämlich jetzt. Brauch erstmal neue Schuss für den komischen Panzerfaust oder was ist das? Alter, das Ding ist unfahrbar. Oh Gott, hier war gerade eine Ehekrach. Echt? Ich komme zu dir. Die Frau gehört mir. Für die Rucksacktouristen und so. Wenn ich jetzt hier in der Ego lang renne, ist das bestimmt auch voll lustig. Hast du mal die Sträuche angucken, was für Figuren da waren? Der bitte? Terrasse. Ja, du hast es ist ja schon bei dir ewig mitten vorbei, wenn ich das hier im Bild sehe. Da war eine Hecke, die sah aus wie ein Oktopus. Okay. Ich glaube, ich raube erstmal. Ich kaufe jetzt erstmal Munition, dann raube ich erstmal den Leuten aus. Da ist er! Ey, der hat eine Trommel! Der hat eine Trommel. Hier. Yeah. Chickaboom. Chickaboom. Was habt ihr denn hier Schönes? Hier. Yeah. Woher sehe ich gleich, was ich für eine Waffe habe? Achso, ich hab. Hey kleiner Mann, spiel mir den kleinen Beat. Ich sing dir dazu ein super geiles Lied. Ich find deine Haare einfach noch klasse. Hey, du hast Masse. Komm, mach mir den kleinen Macarena. Hey, hey. Das ist so weich, ne? Ich sag da auch nichts mehr zu. Da müsstest du mal das Bild in den Stream angucken. Bock.
nächste Mal den kleinen Mann mit seinen Trommeln. Oh, oh, oh. Nein, dann wird er aggressiv und schmeißt mir die Scheiße hinterher. Hey, da verstehe ich keinen Spaß mehr. Passivmodus aktivieren. Jetzt kann der Leo kommen und ich hau den jetzt auf die Nase. Warum kann ich nichts machen? Was ist da los? Hey, komm mal her. Was sagst du bloß? Hey, komm mal. Abgesägte Schrotflinte. Stork. So. Hey, Chaka, boom, bam. Stolz, kann ich jetzt die Bongos aussammeln? Hör ich auf die Der hat 27 Dollar verdient, ey. Jetzt rennen sie alle weg. Hallo? Hey. Ich sing auch für euch. Kommt zurück. Rennt weg. Rennt. Rennt. Warte, Leute, wartet. Hier, ich hab was zu. Bar. Ist ja nackt. Jetzt rennen sie alle. Nein, bleibt hier. Hey, hallo. Ich tu doch. Hallo, ich bin doch voll harmlos. Aua, ich bin doch voll harmlos. Ey, der Pantenist, der komm her, hier alle. In den Arsch getreten hier. Bäm. Ja, komm. Oh, gib dir mir eine. Oh, der. So, jetzt versuch's nochmal. Komm, steh auf. So, wir brauchen jetzt hier einen Laden. Wo gibt's hier einen Laden? Da ist noch einer. Bäm! Auf der Karte. Schaut das gleich aus. Achso, da ist noch einer. Und Bäm! Oh, der hat die Brille verloren. Hab ich erstmal Nasenbein gebrochen. So. Batsch! Oh, Polizei. Fuck, die kommen hier bis auf die Promenade. Ah, spring ins Wasser, spring ins Wasser. Hui! Feuer. I believe I can fly. I believe also. I can touch the sky. Schlaf gut, Raffles, morgen bist du dabei. Ich könnte eigentlich mal zu Albert lieber gucken und sagen: Albert, suchst du Stress? Also, komm in GTA. Der hat voll die Leute. Liebe Romiat, liebe Junalia, liebe Andi, der auch noch ein TS ist, und auch alle in deinem Chat-Logo. Ich verabschiede mich, wünsche noch eine gute Nacht. Wir sehen und hören uns wieder. Hat wie immer Spaß gemacht, war ein tolles Wochenende. Genau. Bis dann, euer Bergmann. Weißt du, ich gehe offline, ich gehe einfach offline und sag, mach's gut, ihr Ficker, weißt du, und da. Schräg. Raffles, hau rein. Jo, mach's gut, schlaf gut. Polizeiboote kommen hier. Schräg, genau, du sagst es schräg. So, jetzt springen wir hier aufs Bötelein. Aufs Bötelein, aufs Bötelein, lass mich doch einfach mal hier rein. Haut doch alle mal ab hier, ich will den Laden jetzt ausrauben hier vorne. Ich will den Laden ausrauben. Habt ihr eine eigene Sitzung auf? Bis jetzt noch nicht, nein. Ich hab das verpennt irgendwie. Wir brauchen noch einen einzigsten, dann können wir wieder Scheiß machen wie gestern. Komm jetzt und ich habe 2 Stunden geschlafen und jetzt geht's wieder. Echt, Andi? Okay, ich gehe jetzt schlafen. Ciao, Andi. Ciao. Die muss ich ja umschalten, sonst kann ich ja nicht ausrauben. Muss ja auf Dings. Aber nur wenn du Polizei hast, du kannst den das Boot sogar abziehen, wenn du sie auf den. Okay. Ja, okay, Polizeiauto weiß ich ja, dass ich es abziehen kann. Kohle raus. Ja, das wird jetzt wieder ewig dauern hier. Tipp. Dann müsste ich mir mal ein Auto suchen, dann raube ich auch mal wieder einen Laden aus. Bestimmt voll lustig. Und dann müssen wir wieder Mission machen, so wie gestern. Also diese Auto-Klau- und Bring-Mission, die war geil. Der hat richtig fett XP gebracht. Ja. Das ist alles, was du hast? 1500? Die hab ich gestern auch bekommen. Alter. Das hast du von Drecksladen. Ein Drecksladen. 1500? Boah, kramt da ja ewig in der Kasse rum, ey. Ja. Ja, stop the car, ich selbst, Alter. So, hier sitzt einer in seinem Laden. Du verkaufst bestimmt Klamotten und ganz ehrlich, ich will deine Kohle. Gomer, ich komm gleich zu dir. Jetzt rennt er weg. Rennt er einfach weg.
Echt? Ach, hatte... wir machen hier wegen Action hier, das ist doch voll langweilig, ja. So, wo schreien die alle? Ich geh jetzt zum Hotdog-Mensch. Warum haut ihr alle ab? Ich will doch nur spielen. So. Hallo. Macht es doch gleich viel mehr Spaß hier. Ey, warum rennt ihr alle? Fangt mich doch. Huch, gegen den Spielplatz gefahren. Ein Hallo, bleib doch mal sch... Rüber. Hup. Hup, sagt er. Hup. So, jetzt guck ich mal, wo ich was ausrauben kann. Hier habe ich jetzt voll Bock drauf. Ja, mach mal, weil ich komm dann gleich. Ich habe 3 Sterne. Und ich brauche mal ein neues Auto, das macht's nicht mal lang, ja. Genau, das ist doch voll mein Style hier, das Teil. Hallo, Vorsicht. Hier kommt, sind Passanten, hier können wir nicht so rumschießen. Geben sie alle Gas, wenn du mit der Knarre drauf zielst. Voll geil. Alle Respekt. Oh, jetzt habe ich hier wieder Hubschrauber hinter mir. Hub. Was ist denn das? China-Restaurant? Gehen wir mal da rein. Oder? For sale, Apartments. Ich habe aber schon ein Apartment. Jetzt renn nicht darüber und mach voll den Stress. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Unfall baue, hau ich zwischen Scheibe raus. Denn hier bei Romiat ist alles voll Käs. Klaue ich mir ein Auto und fahr damit rum. Alle werden glauben, ich wäre so dumm. Du kannst auch Waffenläden ausrauben? Echt, was krieg ich denn da? Der schreibt gerade Kiffswan. Und das geht auch mit Waffenladen. Ja, was geht da? Dass du dir die Knarren klauen kannst, oder? Tacos. Oh, lecker Tacos. Da hab ich auch voll Bock draußen. Tacosalat oder so. Oh, ich hab auch Hunger. Kuchen wär geil. Oh, dann ist wieder mit Kuchen. Ich zieh mich gleich an und fahr zum Meckes. Ja, aber ich hab wenigstens noch was auf, aber hier im Osten. Ich weiß gar nicht, ob er auf hat. Meckes hat noch offen. Bist du sicher? Ja, klar, Meckes hat noch offen. Wir haben es gerade noch um Mitternacht. Ja, aber hier machen die teilweise schon sonntags um 23 Uhr bzw. 1 Uhr zu. Quatsch, der hinten im Berghofen, der hat bis 3 offen. Hallo? Na, haben wir wohl das Ding erstmal gecheckt hier? Deiner hat 24 Stunden auf? Boah! Yeah. Das ist so asozial, Alter. Wenn du jetzt sofort, egal wer das geschrieben hat, wenn du jetzt sofort dich auf den Weg machst, ne, und du uns was von Meckes holst. Das war Bergi. Ne? Also, auch an hier im Chat, gute Nacht. Okay, schlaf gut. Und viel Spaß beim 24-Stunden-Träumen von Mickes. Bin ich fies? Oh, jetzt einen fetten, geilen Big Mac oder sowas, ey. Stell dich an die Tür. Echt? Dass die Tür leicht aufgeht, aber der im Waffenladen schießt zurück. Okay. Oh, jetzt habe ich außerdem jemand angerempelt, habe ich nicht aufgepasst. Ey, hier ist voll Action, guck mal. Also ich bin entkommen. Cool, ich hab nur... Oh, hier ist ein Burgerladen. Big Savings. Hallo, Leute. Burger. Bitte? Schön leckere Burger essen. Oh, Mann. Hallo, Soldat. Hier ist eine Einkaufsliste und sorgt dafür, dass seine gute und Schuss sind. Ja, was? Dass die guten Schuss sind. Ben Factor sind. Was? Ach so, ich soll Autos klauen oder was? Schau mit X. Das war wohl nix. Ich kenne die Autos nicht. Ich brauche eine geile Karre. Hier fahren nur irgendwie Schrottdinger rum. Lass uns jetzt Tennis spielen gehen. Wo haben wir denn einen Tennisclub? Lad mich dann ein. Ich suche mal einen Tennisclub. Du bist halt leider vorne. Hä? Komm mal zu dir. Bist du doch, oder? Ich weiß nicht, komm einfach mal zu dir hin. Die ist gerade einen Roller lang gefahren, oder? Ich gebe jetzt einen Roller klauen, ey. Bleib stehen, Ampel bleibt.
rot, Ampel bleibt rot, Ampel bleibt rot, komm. Was macht eigentlich André? André, wo treibst du dich rum? Wo ich bin? Komm grad on. Grad auf? On. Achso. Komm, gib mir deine Karre, ich will jetzt einen Roller da haben, ey. Ja, Mr. Hong Kong Fui, ich hab dein Auto geklaut. Hong Kong Fui, also nicht so rassistisch hier, ne? Wieso Hong Kong Fui? War eine geile Zeichentrickserie. Ja. Ich bin da so viele Augenzäufer, dass ich nicht ankomme. Raus! So. Oh Gott, wie viele Ballen!